Willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Brozo. Das ist Crash Team Racing mit Eddie und in der letzten Folge haben wir den Story-Modus mit, den Abenteuer-Modus meine ich, mit 100% abgeschlossen und wie gesagt, ich wollte ein paar Online-Rennen fahren. Ich glaube, ich mache ein, zwei Folgen, wo ich ein paar Online-Rennen fahre, wo ihr euch das Ganze mal angucken könnt. Und naja, wie gesagt, ich starte ganz einfach mal. Ich hoffe, das ist für den einen oder anderen ganz interessant und unterhaltsam. Freut mich, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und wenn ihr auch immer noch treue Zuschauer seid. Vielen Dank. So, ab geht's in die Spielersuche. Hoffe, wir finden schnell ein Spiel. Falls ihr an ein paar chilligen Rennen interessiert seid, schickt mir ruhig eine Anfrage. Ihr seht, wie mein Nickname ist, Conflex. Und dann können wir auch ruhig mal ein paar Rennen gegeneinander fahren. Also ich würde mich freuen. So, die Hyperstraße. Direkt eine ziemlich schwere Strecke für einen Anfang. Naja, mal gucken. Ich muss auch dazu sagen, bei diesen Online-Rennen, da ist es nicht wirklich nach Rang. Also man fährt wirklich zufällig gegen irgendwelche Leute. Und manchmal sind da totale Vollprofis dabei und manchmal sind da einfach nur blutige Anfänger, also total Noobs. So, das... Es gibt wirklich... Das komplette Spektrum ist vorhanden. Deswegen, manchmal verkackt man total und manchmal fährt man den Leuten mit einer halben Minute Vorsprung oder so davon. Also wundert euch nicht, wenn das ein oder andere Rennen so mal in die Hose gehen sollte. Denn ich bin auch noch kein Profi. So, wir versuchen uns mal direkt hier an die Spitze zu bringen. Na, ah, klasse. Gerade noch Erster und jetzt bin ich wieder ganz hinten. Naja. Meckern bringt nichts. Konzentriertes Spielen schon. Was war das denn schon wieder? Verdammt nochmal. Wäre schön, wenn ich auch mal eine Maske oder irgend sowas kriegen würde. Das ist Spitze! Du wagst es? Ja, genau, schieb nicht mit. Das war ja praktisch. Das ist so unnormal, alle kriegen immer so geile Waffen. Als dritter, vierter Platz. Ich bin hier fast letzter. Krieg hier nur so einen Müll. Bomben. Ich möchte eine Maske haben oder drei Raketen oder irgend sowas. Bis später. Ja, der erste Platz ist schon sehr weit vorne. Der hat sich wirklich einen riesen Vorsprung ausgebaut. Naja, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang des Rennens ziemlich gelitten. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, Zweiter zu werden. Lass dir ruhig sein. Mhm.
Jetzt haben es die blauen Kugeln auf mich abgesehen. Naja, Leute, immerhin sind wir Zweiter geworden. Also der erste Platz, der war wirklich schon sehr, sehr gut. Der ist uns einfach davongefahren, könnte man sagen. Allein schon, dass er Entropy als Fahrer hat, das beweist schon, dass er sehr gut ist, weil... so eine halbvolle Lobby brauchen wir nicht. Weil um den zu kriegen, muss man ihn auf jeder Strecke im Zeitrennen schlagen. Und das ist auch teilweise gar nicht so einfach, aber bei manchen Strecken ist er wirklich knifflig und man muss wirklich sehr gut fahren, um ihn zu schlagen. Und das auf jeder Strecke. Also wenn jemand mit diesem Charakter online spielt, dann sieht man schon, dass er einiges drauf hat. Ich habe den zum Beispiel noch nicht freigespielt. Aber ich denke, ich werde das noch irgendwann machen. So, ich hoffe, wir kriegen hier ein paar Gegner bald zugewiesen. Ja, sicher. Gerade spielt auch keiner hier auf diesem Planeten. Versuchen wir es einfach nochmal. Oh, da scheint ja doch jemand zu spielen auf unserem wunderschönen Planeten Erde. Ja doch, ich denke, Androidenallee ist die beste Strecke. Wie ihr seht, kann man auch immer eine Stimme abgeben, was die nächste Strecke sein soll. Da kann man zwischen drei Strecken wählen und ja, die vierte Option ist eben der Zufall, dass man zufällig irgendeine dieser drei Strecken kriegt. Meistens muss ich aber sagen, sind diese Abstimmungen sehr einstimmig. Also man merkt deutlich, dass es einige Favoriten unter der Community gibt. Ein paar Strecken werden wirklich gerne gefahren und ein paar werden eigentlich nie gewählt. Ich hoffe, es läuft diesmal besser. Nicht, dass wir wieder 10-mal abgeschossen werden und dann uns irgendwie noch mit Ach und Krach auf den zweiten Platz kämpfen müssen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir direkt Erster werden. Oh, Vorsicht vor dem Zug. Drei Raketen, die können wir gut gebrauchen.
Ja, bis jetzt läuft es noch nicht so gut. Aber wir geben nicht auf. Zumindest will ich immer auf dem Treppchen sein. Ich hasse das. Das ist Spitze! Ich würde mich auch mal über gute Waffen freuen. Was will ich mit einer Nitro-Kiste auf dem 5. Platz, ey? Manchmal verstehe ich dieses Waffensystem nicht. Das kommt ja echt früh. Das nächste Rennen gewinne ich. Ja, 5. Platz war nicht gerade glorreich. Naja. Aber wir kommen der Rennsport-Torna immer näher. Mit den Nitro-Punkten. Ja, das passiert auch manchmal, dass man einfach aus dem Game rausgeschmissen wird. Keine Ahnung, wieso das so ist. Vielleicht sind die Server noch nicht so stabil, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zwielicht-Tour ist die neue Grand Prix-Strecke. Die ist eigentlich ganz cool, also so für eine neue Strecke und dafür, dass sie umsonst ist, eigentlich eine ganz feine Sache. Ich hoffe, es kommen noch viel mehr neue Fahrer, neue Strecken, neue Karts. Die sollen möglichst viel Content für dieses Spiel raushauen, das würde mich wirklich freuen. Und das Schöne ist, dass wirklich alles umsonst ist, also sowas ist ja heutzutage auch nicht mehr die Regel. Leider. Ich gucke mir das Intro lieber an, weil wenn ich das wegdrücke, dann muss ich sowieso auf die anderen Spieler warten, die sich das ansehen. Nur wenn wirklich alle dieses Intro skippen, dann geht das Rennen sofort los und das ist eigentlich nie der Fall.
Alter Schwede, was ist denn hier los? Komm schon, eine gute Waffe. Oh, hätte ich die Maske nur eine Sekunde früher eingesetzt. Gibt's ja gar nicht. Sowas hätte ich schon in den Rennen vorher gut gebrauchen können. So, den hauen wir mal weg. Steigert unsere Chancen ungemein. Heftig, was für einen krassen Abstand der wieder hat. Oh, da hat sich aber einer was einfallen lassen. Die Mistkerle hier. Wow. Respekt, also der hat gut aufgeholt. Hätte nicht gedacht, dass ich den nochmal wiedersehen würde. Wow, der erste Platz, der hat das Rennen schon beendet. Wahnsinn. Ich komme andauernd gegen die Wand. Das ist nicht gut. Das ist spitze! Nein, das ist nicht spitze. Das ist nicht gut. Na, immerhin wurden wir Dritter. Also wir haben jetzt spät abends und es scheinen jetzt wirklich sehr gute Leute zu spielen. Wenn ich tagsüber spiele oder morgens, da glaube ich, spielen mehr Noobs so und da gewinnt man wirklich. Also ich habe da wirklich heute gespielt und ich glaube so ohne Witz dreimal hintereinander bin ich Erster geworden. So, aber wenn man jetzt zur späten Stunde spielt, ich glaube, da sind wirklich die Hardcore-Fans unterwegs. Und da ist das Ganze dann nicht so leicht, ne? Und das sind drei ziemlich gute Strecken. Ja, fahren wir die einfach nochmal, was soll's.
ich kann einfach nicht anders, als das Intro wegzudrücken. Das ist irgendwie schon so eine Art Reflex geworden. Und dann warte ich hier immer wie so ein... Bis später! Mit den Bomben kann ich gar nichts anfangen. Weg damit. Oh, schön. Nochmal Bomben, ey. Eins nach dem anderen. Mann, Mann, Mann. Noch ist nichts verloren. Also so viel Vorsprung hat er jetzt nicht. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Gute Waffen kriegen. Blaues Feuer halten. Ja, die Rakete ist gut, wenn ich mal näher rankommen würde. Was ist das zum Kotzen? Ja, ich meine, zweiter Platz ist schon gut, aber ich würde auch gerne mal wieder Erster werden. Leider spiele ich immer gegen so Super Freaks. Das ist blöd, nur mit 5 Leuten, also zu 5 zu spielen. Ich möchte gerne in eine volle Lobby rein. Das ist viel lustiger nämlich. Und ich glaube, man kriegt auch mehr Punkte am Ende des Rennens, also diese Wumper-Coins, wenn man mit
Also zu, wenn 8 menschliche Spieler spielen. Ich kann mich auch irren, bitte berichtigt mich, falls das Schwachsinn ist, aber ich glaube tatsächlich, wenn man gegen 7 andere menschliche Spieler fährt, auf einer möglichst langen und schweren Strecke, dann kriegt man die meisten Punkte. Ich habe noch nicht ganz geschnallt, wie dieses Punktesystem funktioniert, weil manchmal, da kriegt man als erster Platz 300 Punkte, manchmal kriegt man als zweiter Platz 500 Punkte, also ich habe das System noch nicht ganz durchschaut. So, es wäre auch gut, wenn wir irgendeinem Spiel jetzt gleich mal zugeteilt werden würden. Ich gehe mal nochmal raus und wieder rein. Ja, das ist alles noch so ein bisschen scuffy. Wenn es zu lange dauert, dann wird da sowieso dann irgendwann stehen, ja, keine passenden Spiele gefunden, was natürlich Quatsch ist, als ob keiner gerade spielt. So alt ist das Spiel ja auch noch nicht. Ich denke, ein Rennen werde ich noch fahren. Der findet wieder kein Spiel. Ich glaube, ich gehe mal ganz ins Hauptmenü und wieder ins Online-Game rein. Weiß nicht, ob das was bringt, aber ein Versuch ist es wert. Nun ja, es geht doch. Na, jetzt keine volle Lobby, aber besser als nichts. Es wäre cool, wenn die mit der Zeit hier solche Cups reinpatchen, also hier zum Beispiel wie diese Edelstein-Cups, die ich gefahren bin, 4 Rennen und als erster Platz kriegt man 9 Punkte, als zweiter Platz, ich weiß es nicht, 7 oder 6, keine Ahnung, und am Ende der 4 Rennen hat derjenige eben den Cup gewonnen, der die meisten Punkte gesammelt hat. Ich fände das cool, wenn es das auch online gäbe. Statt dieser einfachen Einzelrennen, die man bis jetzt hier spielen kann. Ich hoffe, die machen noch viel aus dem Game. Ach, schon wieder das Intro weggedrückt. Ich verkacke diese Abkürzung so oft. Keine Ahnung wieso. Ich erwische einfach nicht den richtigen Sprungzeitpunkt. Ja, schon wieder. Naja, es muss auch so gehen. Das hier wird dir gefallen.
Oh, jetzt bin ich derjenige mit dem großen Vorsprung. Bin ich zu gut? So muss das laufen, liebe Zuschauer. Ach, das hat mich jetzt so motiviert. Ich glaube, ich fahre noch ein Rennen. Wäre schade, jetzt schon aufzuhören. Jetzt, wo ich anscheinend ein wenig reingekommen bin. Yeah! Wir sind auf dem ersten Platz. Na endlich. Wurde auch mal Zeit. Ach komm, nehmen wir einfach mal die Zwielichttour. Ist eine gute Strecke. Das Terror. Super Nickname. Klingt echt sympathisch. Oder tragischer Fall. Auch nicht schlecht. Meine Fresse, die Leute denken sich ja was aus. Und da sind wir wieder. Zum dritten Mal in diesem Video. Ich warte im Ziel auf dich. Alter, dieser Ficker hat mich im beschissensten Moment abgeschossen. So, da müssen wir jetzt auch mal schauen, dass wir an dem dranbleiben. So, boosten, was das Zeug hält. Oh, das war auch wieder knapp. So, wir kommen immer näher. Oh, hier hätte ich das blaue Feuer aber ruhig was länger halten können. Das ist so viel wert. Unfassbar, ey.
wenn ich nur was näher kommen würde. Würde ich mal die Rakete abschießen. Weil ich will auch, dass sie trifft, ne? Ach, verdammt. So, hier auf der Geraden. Ist die jetzt einfach da runtergeflogen? Ey, ist das eine blöde Rakete, ey, echt. Das ist Spitze. Ey, wieso? Ja, trefft den ersten. Mann, das war viel zu knapp. Das hätte ich eigentlich noch schaffen können, hätte ich am Ende eine gescheite Waffe behalten. Zum Beispiel mit der Rakete. Ach, Mann. Ach, kommt, einen mache ich noch. Weil es gerade so Spaß macht. Mann, war das knapp. Aber auch bescheuert, als ich die Rakete abgeschossen habe, die ist ihm nicht hinterhergeflogen, die ist über diese Rampe geflogen und einfach runtergefallen. Fertig. Finde ich auch nicht so cool. Schade, wieso bin ich wieder da rausgeflogen? Na komm schon, ein Rennen will ich noch fahren. Ach, naja, schade. Naja, ich glaube, ich mache doch hier jetzt Schluss, weil es ist schon recht spät und ich muss langsam ins Bett. Ich muss morgen früh raus und ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, euch hat es gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Kommentare sind natürlich auch immer erwünscht und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. So, macht es gut, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao!